Ja, da sind wir wieder und diesmal gibt es was ganz Spezielles. Ich muss nämlich oder ich will muss für einen Abonnenten meines Kanals, eines ganz bestimmten Abonnenten, will ich hier ein Spiel aufnehmen namens Slender. Und das ist ein Horror-Ding-Game. Und ich weiß noch nicht so richtig, was jetzt auf mich zukommt. Aber schauen wir mal. Ist ein ganz kleines Entwicklerstudio, was das gemacht hat. Ist auch kostenlos im Internet zum Download bereit. Und wir sind da schon jetzt hier im Wald. Und ja. Ja, mal schauen. Wir gehen auf jeden Fall ziemlich langsam, habe ich so den Eindruck. Und wir müssen 8 Script-Zettel finden, die hier irgendwo auf diesem Areal versteckt sind. Irgendwo hier. Und wir dürfen möglichst nicht den Slenderman begegnen. Und wenn wir das doch tun, sollten wir rennen. Weil wenn wir ihn allzu lange ansehen. Wo, was war da? Wenn wir ihn allzu lange ansehen, dann sterben wir. Ja. Dann killt er uns mit seinen langen Schlachsearmen. Mal gucken, ob hier schon mal irgendwo was ist. Das sieht eher schlecht aus. Ja, vielleicht sollten wir auch nicht so lange an einem Ort verweilen. Oh, ich war. Hier ist schon mal was, glaube ich. Ja. Don't look. Können wir den nehmen irgendwie? Ah ja. Mal ein bisschen lauter hier. Okay. Ich hoffe, das ist nicht mein Herzschlag jetzt, den ich da höre. Ja, hier hinten ist irgendwie ein LKW, ein roter. Da gehen wir jetzt erstmal hin, so ein Transporter. Vielleicht ist da schon die zweite Seite versteckt. Oh, es sind unsere eigenen Schritte, die wir hier hören. Rumlatschen. Das war die Katze im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man die jetzt so gehört hat. Hier hänge ich gerade fest. Okay, hier ist so eine Hütte, mal sehen, ob wir da rein können. Ach du Scheiße, wo ist er? Oh, da ist er. Nix wie weg. Nix wie weg, nix wie weg, nix wie weg. Oh, da hinten hat er, glaube ich, gestanden eben gerade, ne? Da irgendwo. Oh, da hinten geht die Sonne unter. Oder ist es der Mond? Man weiß es nicht. Dann vertraue ich mich nochmal hin, aber hier war ja nichts. Ich gehe einfach mal hier weiter. Also ihr habt eben schon gesehen, wo das dann so angefangen hat, das Bild zu rauschen. Dann ist er in der Nähe. Dann ist er in der Nähe. Hier ist ein Doppelbaum, ne? Alles in Ordnung. Hier und hier ist auch irgendwas. Scheint so eine Art Gebäude zu sein. Mein Gott, ist der langsam, der Typ. Achso, ich wollte zweimal drücken, um zu rennen. Das geht natürlich nicht. Wir können ja ein bisschen rennen. Aber ich glaube, die Ressourcen brauchen sie auf. Das heißt, irgendwann kann man ja nicht mehr rennen. Warum wird das denn nicht hell, wenn ich hier reinleuchte? Das ist ja doof. So eine Art Labyrinth. Öffentliche Toilette. Das ist immer besonders großer Horror auf jeden Fall. Aber jetzt irgendwo ein Stuhl in der Ecke, na super. Ah, hier kann er uns, glaube ich, nicht kriegen. Die Decke ist schön grün gestrichen. Was hängt da oben? Ist nicht zu erkennen. Wahrscheinlich einfach nur so eine Folie rüber gespannt über das ganze Gebäude hier. Ach du Scheiße. Oh, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Schnell rennen. Okay. Was hat er mir nur angetan? Er wusste ganz genau, warum ich das spielen soll. Okay. Konzentrieren. Scheint auch nichts. Oder habt ihr schon mal irgendwo so eine Seite gesehen, die ich jetzt übersehen habe? Oh, da steht er doch da gleich wieder. Da sind wir schon reingegangen. Ich gehe erstmal woanders hin. Brauche ich mich da
jetzt noch mal rein. Ich glaube, ich muss da rein. Fuck. Ja, ich muss da wahrscheinlich noch mal rein, ne? Ah ja. Okay, raus. Schnell wegrennen ein bisschen. Okay. Ja, wir haben die zweite Seite, Leute. Ist das nicht klasse? Zwei Seiten und da schon wieder das nächste Gebäude. Das sieht mir aus wie so ein Hangar oder sowas. Wahrscheinlich eher so eine Art altes Abflussrohr zu sein. Ja. Da hinten glimmert irgendwas. Ich hoffe, das ist nicht. Nee, das ist eine Seite. Schnell hin. Abreißen. Wo ist der? Wir rennen einfach mal hier weiter. Nie mit dem Rücken irgendwo lang gehen, ne? Alte Horrorfilmregel. Dann steht da nämlich garantiert hinter einen. Richtig gesehen habe ich noch eigentlich noch nicht. Wo müssen wir jetzt lang? Wo müssen wir jetzt lang? Die Musik wird ein bisschen dramatischer so. Ein bisschen. Sorgt für, auf jeden Fall für die tolle Stimmung hier im Wald. Für die gute Laune Stimmung. Oh, nicht umdrehen. Die Grafik ist echt eigentlich echt gut. Im Spiel muss ich sagen, dafür, dass es umsonst ist, also kostenlos. Kann man nicht anders sagen. Aber es sind ja auch nicht nur Bäume, ne? Und oh, ja, zum Himmel. Wenn der jetzt hier irgendwo steht, ey, dann kacke ich mir in die Hose. Es gibt doch keine richtigen Wege, habe ich so den einen. Da ist wieder was. Oh mein, da ist was. Okay. Hin und weg, ne? Würde ich sagen. Hin und weg. Ey, wir haben vier. Wir haben vier Seiten. Das ist schon, glaube ich, gut, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wir brauchen acht. Da hinten ist der. Hier hinten ist der Tunnel, da waren wir schon. Deshalb gehen wir jetzt mal nach hier. Oder ist das wieder die öffentliche Toilette, ja, ne? Ja. Ne, da müssen wir nicht hin. Dann würde ich sagen, gehen wir hier immer eher ein bisschen. Hier so. Keine Ahnung. Ist ja Wald alles, ne? Ich will immer auf die Sprint-Taste drücken, weil ich eigentlich keine Lust habe, hier so langsam lang zu latschen. Eigentlich nicht. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier einfach weitergehen, dann wird da irgendwo wieder was erscheinen. Oder wir stehen irgendwann am Ende dieses Waldstückes. Ich spiele das bestimmt nur ein einziges Mal. Was ist das denn hier? Das sind so abgefällt. Ich sehe eine. So, hin und dann gleich nehmen und weg. Oh Gott, da ist er irgendwo. Irgendwo ist er. Ich gucke nicht zurück, ich gucke nicht zurück. Oh, jetzt bin ich außer Atem. Verdammt. Bleib erstmal stehen, vielleicht erhole ich mich. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir haben jetzt fünf Seiten. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Wenn der jetzt vor mir steht, ich kack mir ins Hemd. Das ist nicht der. Ah, da ist wieder einer. Ah, oh, können wir ja noch sprinten? Ah, egal. Egal. Nur der Mutige gewinnt. Oh. Also ich nicht. Zack und. Weg. Sechs. Ach du Scheiße, wo ist er, wo ist er? Schnell in eine andere Richtung. Also ich merke jetzt schon, wie sich meine Arschmuskeln langsam anspannen und ich doch immer öfter mal kurz. Oh, das war's. Okay.